Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, das Wochenende ist schon wieder rum und wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Montagnacht, wie immer, eine freie und offene Themenrunde. Also, wenn ihr gerne hier mit mir reden wollt, egal über was, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Alexander ist mein erster Anrufer und der Alexander ist 34. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Alexander, schön, dass du da bist. Taschen. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe heute Hochzeitstag. Ich gratuliere. Ja, danke schön. Wäre schön, wenn meine Frau mir auch gratulieren könnte. Was heißt Hochzeitstag? Du hast heute geheiratet oder jährt sich der Hochzeitstag? Heute zum 9. Mal. Zum 9. Mal? Am 9.99 haben wir geheiratet. Ah, und du sagst, es wäre schön, wenn deine Frau auch gratulieren könnte? Ja, weil meine Frau hat mich letzte Woche Sonntag aus der Wohnung rausgeschmissen. Oh. Kurz vor dem Hochzeitstag. Ja. Letzten Sonntag, warum? Ja, weil ich letztes Jahr 2007 eine Beziehung zu einer anderen Frau hatte. Lange? Ja, sehr lange. Wie lange? Also von Karneval bis Oktober. Ist lange. Ja. Verdammt lange. Also heimlich alles natürlich. Ja, meine Frau hat vieles rausbekommen und trotzdem lief diese Geschichte immer weiter. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, auch letztes Jahr hat sie mich schon mal rausgeschmissen. Ach so. Aber die war jetzt beendet, diese Sache mit der anderen Frau? Die war beendet, ja. Die war beendet. Aber vor 3 Wochen habe ich diese Frau nochmal wieder gesehen. Mhm. Aber da ist aber nichts gelaufen oder sonst irgendwas. Mhm. Ist nichts gelaufen, einfach wiedergesehen. Und ja, und nach diesem Treffen habe ich mich hingesetzt, weil auch diese Frau irgendwie von mir immer verlangt hat, dass ich noch so einen Abschiedsbrief schreiben sollte. Mhm. Und habe einen Brief geschrieben. Mhm. Und diesen Brief hat meine Frau eben gefunden und danach hat die mich direkt aus dem Bude rausgeschmissen. Was stand denn Spektakuläres in dem Brief drin? Ja, in diesem Brief stand durch die Blume eigentlich gesagt, dass die andere Frau froh sein kann, dass sie mich nicht hat, weil ich allgemein im Moment viele Probleme habe, ob es beruflich und diverse andere Sachen sind, dass sie eigentlich froh sein kann, dass sie mich nicht bekommen hat. Ja. Und trotzdem habe ich mich aber bedankt für die grandiose Zeit und dass ich noch häufig an sie denke. Ach so, und das hat dann... Dieser Brief war eigentlich sehr positiv für die andere Frau, aber trotzdem geht aus diesem Brief, finde ich, schon heraus, dass es eben keine Zukunft geben wird. Verstehe. Trotzdem, das Positive hat deine Frau so verletzt, so endgültig verletzt, dass sie gesagt hat, nun reicht's mir. Ja, weil sie einfach nicht damit umgehen kann, dass ich trotzdem noch an eine andere Frau denke. Wie kam es denn, dass deine Frau diesen Brief gelesen hat? Ja, ich hatte ihn auf dem Laptop geschrieben und irgendwie letzte Dokumente, denke ich mal, hat sie den gefunden. Sie hat geschnüffelt? Ja, also Vertrauen. Auch nicht die feine Art? Ja, aber da habe ich aber Verständnis für, weil ich habe sie letztes Jahr so sehr verletzt, ganz klar, dass dieses Vertrauen nicht mehr da ist. Wieso hast du denn dich überhaupt voriges Jahr auf diese andere Frau eingelassen? Ja, ich habe mich selbstständig gemacht und... Weißt du was? In der Gastronomie war ich. Und hatte da so viele Probleme und Existenzängste. Dann kam noch raus, dass meine Frau schwanger war. Es waren so viele Probleme und irgendwie habe ich mich dann auf diese andere Frau eingelassen. Ist Schwangerschaft ein Problem für dich gewesen? Freut man sich da nicht? Doch, natürlich. Also wir haben schon eine Tochter und jetzt war meine Frau zum zweiten Mal schwanger. Aber in der... Nun ist er weg. Jetzt will ich mal hoffen, dass wir nicht hier einen großen Computerzusammenbruch haben. Jetzt frage ich mal meine Regie, mit wem wir weitermachen. Leitung 3. Hoffentlich funktioniert das. Hilde, höre ich? Ja. Hörst du? Das ist schön. Ich bin verbunden mit Hilde, 54. Ja. Guten Morgen. Ja. Wir hatten jetzt gerade hier einen kleinen Zusammenbruch. Ich hoffe, dass wir beide reden können. Ja. Hilde, um was geht's denn bei dir? Mein Verlobter ist vor
gut 4 Wochen gestorben. Ich war nicht dabei und konnte auch nicht Abschied nehmen von ihm. Dein Verlobter, wie lange warst du mit ihm zusammen, oder? 5 Jahre. Wir haben uns in Dortmunder Krankenhaus kennengelernt, wo er auch mit einer Amputation also zugange war und ich auch. Mit was? Amputation. Hatten wir beide hinter uns. Was ist bei dir? Unterschenkelamputation. Und bei ihm? Auch. Warum? Auch durch Zucker und Durchblutungsstörungen. Ah ja, verstehe. Also die gleiche Krankheit? Ja. Ja. Und da hat er mir sehr geholfen damals und so sind wir auch zusammengekommen. Ist er in deinem Alter gewesen? Ja, ist 60 jetzt geworden im Mai. Ja. Und wir wollten jetzt im Oktober zusammenziehen und heiraten und wir hatten das auch so keinen gesagt, weil er zu seiner Schwester kaum Kontakt hatte. Mhm. Ist er denn plötzlich verstorben? Ja, am 1. bzw. 2. Mai, 2. August jetzt. 2. August. An was ist er plötzlich verstorben? Ja, das ist auch so eine Sache. Eigentlich natürlich ins Todes, hat mir seine Schwester gesagt. Aber er war herzkrank und hatte auch mit der Unterzuckerung immer ständig zu tun gehabt. Also das Herz hat nicht mehr geschlagen, hat aufgehört zu schlagen. Ja, er ist alleine gestorben. Ihr habt nicht zusammen gewohnt? Nein, noch nicht. Mhm. Ich war sehr viel bei ihm in Castrop-Rauxel wohnte er. Und das heißt, er ist dann alleine in seiner Wohnung gestorben? Ja. Wer hat ihn gefunden? Ja, Nachbarn, die haben das gemerkt, weil er da auch die Zeitung nicht mehr rausholte. Ich muss aber sagen, er war das Wochenende, sollte ich eigentlich bei ihm sein und ja, hat es eben nicht verstanden. Wir haben uns deswegen öfter schon in den Streit gehabt, weil ich meinen Stiefvater noch betreue. Ihr hattet Streit gehabt? Ja. Wie lange hattet ihr denn dann nicht telefoniert miteinander? Das war dann von Samstag früh, hat er mich noch angerufen, habe ich gesagt, ja, ich muss noch für meinen Stiefvater, also den Günther, noch was sehen, das mit einkaufen. Und ich wollte ihm sagen, dass ich dann eben Montag komme. Und dann war er eben enttäuscht wohl wieder. Und Samstag früh telefoniert und wann gestorben? Er ist am 5. dann gefunden worden. Das war ein Dienstag und Samstag früh hatte ich noch mit ihm gesprochen. So, und so. Das heißt, er hat viele Tage tot in der Wohnung gelegen. Ja. Und du hast ihn nicht angerufen, weil ihr im Streit wart? Ich habe gesucht, aber er ist nicht rangegangen. Er konnte ja auch nicht. Aber hatte ich das nicht? Nach meinem Ermessen ist er schon Samstag oder abends oder Sonntag früh schon gestorben. Aber hatte ich das nicht auch sturzig gemacht, dass er nicht ans Telefon gegangen ist? Ja, sicher. Und warum hast du nichts unternommen? Ich hatte dann einen Bekannten angerufen und der ist dann auch wohin gefahren und hat das auch durch. Da war so ein Blumengeschäft noch vor dem Haus und dann hatte man ihm gesagt, also meinem Bekannten, dass er eben verstorben ist. War das denn schon mal öfter der Fall, dass ihr mal eine Weile nicht telefoniert habt? Und ja, das schon. Und kam es auch schon mal vor, dass er dann mal ein paar Tage nicht erreichbar war? Ja, dann wurde dann das Telefon nicht abgenommen oder ein Anrufbeantworter eingeschaltet. Ach so, insofern warst du gar nicht so sehr alarmiert, weil das fast, du kanntest dieses... Ja, da habe ich ihm auch gedacht, na gut, dann lassen wir mal 1-2 Tage in Ruhe, da wird sich schon melden. Verstehe. Und ich werde damit einfach nicht fertig. Das glaube ich. Ich konnte auch keinen Abschied nehmen. Die Schwester hat alles in Hand genommen. Er ist. Du hast ihn gar nicht mehr gesehen. Nein, er ist wohl als. Er wollte verbrannt werden und als Urnenbeisetzung, eben weil das wohl aus Kostengründen, wie die Schwester mir sagte, in einer Sammelbestattung stattfindet. Ach so, also so eine Art anonyme. Anonym, ja. Das heißt, du konntest von ihm als Person auch im verstorbenen Zustand keinen Abschied nehmen. Du konntest ihn nicht nochmal sehen und du hast jetzt auch keinen Ort, wo du hingehen kannst. Nein, gar nicht. Er ist wie weg plötzlich. Er ist einfach weg. Ich bin wohl nochmal hingefahren mit einem Bekannten. Da haben die Hausbesitzer Wohnung ausgeräumt, waren sie dran und. Haben sie mir einfach noch, ich hatte wohl noch eine Uhr gelacht und mein Bild, das konnte ich mir nehmen. Und das Verhältnis zu der Familie, zur Schwester war nicht gut? Nein. Nee. Warst du denn wenigstens dann, oder durftest du auf die Beerdigung gehen? Es gab ja keine. Es gab auch keine Trauerfeier? Keine Trauerfeier, keine Beerdigung. Ach so.
Ach so. Ich habe mir erkundigt, war schon verbrannt. Die Urne, die war wohl noch da, aber mehr Auskunft habe ich nicht bekommen. Ich kenne das so bei anonymen Beisetzungen, dass es schon eine Trauerfeier gibt, aber dann die Urne anonym beigesetzt wird. Aber bei euch, also in dem Fall gab es gar nichts. Gar nichts. Das ist aber sehr schlimm, finde ich. Ja. Das finde ich sehr schlimm. Ich bin selbst nicht mehr da. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ihr wart 5 Jahre miteinander verbunden. Ja. Er hat mir sehr viel geholfen, weil ich ja auch Amputationen habe, beide. Und du bist? Beide Unterschenkel auch weg. Ach, beide sind weg. Ja. Das heißt, du bist auch eine schwerkranke Frau. Ja, sicher. Ich habe dann auch noch mit den Bandscheiben zu tun und mit einiges anderes. Das heißt, er ist ein Mensch so aus dem Leben herausgerissen, aus deinem Leben herausgerissen worden. Und du kannst das wahrscheinlich gar nicht begreifen, dass das so ist. Nein, ich habe auch öfter schon hier mit dem Pastor geredet. Das kommt mir vor, als wenn er überhaupt nie da gewesen ist. Gibt es denn gemeinsame Freunde? Nein, die sind alle eigentlich schon verstorben. Er hatte wohl so durch Nachbarn und so, aber er hat sich auch durch die Amputation sehr zurückgezogen. Wir haben eigentlich für uns gelebt. Das heißt, da gibt es keinen Menschen, mit dem du zusammen über ihn sprechen kannst? Nein, wenn ich hier anfange, bei Bekannten von mir aus, die hören sich das wohl an, aber nach der Zeit ist das immer... Ja, dann hat man ja auch die Sorge, dass man den Leuten dann auf die Nerven geht oder dass man sie belästigt, wenn man zu viel redet. Und die meisten wollen es dann auch in der Tat nicht hören. Denen reicht es dann auch. Ja, das heißt, du sitzt jetzt zu Hause und bist mit deiner schweren Trauer und deinem Schock ganz alleine. Ja. Das tut mir sehr, sehr, sehr leid. Das tut mir sehr, sehr leid, Hilde. Ja, glaube ich. Die Gespräche mit dem Geistlichen, mit dem Pastor, haben die dir auch nicht viel weitergeholfen? Eigentlich nicht. Ich kenne den Pastor wohl sehr länger. Ich bin katholisch, aber das ist ein evangelischer Pastor. Aber meine Mutter, die ist vor 12 Jahren gestorben, die hat. Und dadurch hab ich immer so Trost wohl gefunden bei dem Pastor, der uns auch besucht hat, auch in den Krankenhäusern. Aber in diesem Fall nicht so? Nein. Ja, es dauert eben die Zeit. Und aber ich habe das Gefühl, ich sterbe langsam mit. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Wahrscheinlich, ja, ich ahne, was du meinst. Dass du gar keine Luft mehr hast zum Atmen. Dass du wahrscheinlich auch gar nicht schlafen kannst. Und nein, kann ich du auch. Nur permanent daran denkst. Ja. Bist du aufgrund deiner Erkrankung etwas beweglich und flexibel? Kannst du raus? Das schaffe ich, ja. Du bist nicht drin? Beide Prothesen. Ich werde auch morgen abgeholt, weil ich wieder einen Abdruck machen muss. Also einen Gipsabdruck, neue Prothesen. Du wohnst im Ruhrgebiet, sagst du? Ja, ich wohne in Kam. Ich finde, es wäre ganz wichtig, dass du in entweder einen Menschen findest, einen Menschen hast, oder vielleicht sogar in einer Gruppe dich mit deiner Trauer beschäftigen könntest. Ja, da wollte ich mal nachfragen. Vielleicht hört das jemand. Das ist eine... Dass es Selbsthilfegruppen gibt oder irgendwie, wo auch andere Menschen nicht Abschied nehmen konnten. Ja, das gibt es. Es gibt es hundertprozentig. Und wir werden dir jetzt im Hintergrund, das heißt, meine Psychologin wird dir jetzt mal mit Rat zur Seite stehen. Es gibt mit Sicherheit solche Gruppen im Ruhrgebiet. Das sind Trauergruppen, Trauer-Selbsthilfegruppen, die... Ich habe einige Rückmeldungen schon gehört oder immer wieder was gehört, dass es gut ist, für Leute dorthin zu gehen, weil man da mit Betroffenen zusammen ist. Und jeder hat dasselbe Leid erfahren und man muss sich nichts vormachen. Und dem anderen geht das auch nicht auf die Nerven, wenn man von seinem Leid erzählt. Ja. Das ist sehr wichtig. Vielleicht wäre auch noch eine trauertherapeutische Begleitung möglich. Das soll die Simone, meine Psychologin, mal überlegen. Die hat jetzt das Gespräch auch mitgehört. Ja. Und ich hoffe, dass wir dir etwas helfen können, Hilde. Ich würde mich sehr freuen. Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst zurückrufen von Simone. Aber du willst sowas ja auch auf jeden Fall, würdest das auch tun, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, sonst hättest du dich auch gar nicht gemeldet hier. Ich habe noch eine Tochter, die lebt in Spanien, ist dort verheiratet und... Du bist wirklich alleine? Ja. Liebe Hilde. Ja. Wir versuchen unser Bestes. Du legst auf, wir melden uns gleich wieder.
Ich wünsche dir von Herzen viel, viel Kraft und von Herzen alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, jetzt machen wir einen neuen Versuch mit unserem Alexander von vorhin. Alexander. Ja. Bist du nochmal? Da bin ich nochmal. Es hat irgendwie gerade eben nicht geklappt. Gerade eben war über Mobiltelefon. Da war nur plötzlich. Lag's bei dir. Lag's an dir und nicht hier an uns. Irgendwie. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei. Wir haben Brief geschrieben und Schwangerschaft von meiner Frau. Genau, die Schwangerschaft. Das heißt, deine Frau. Also, vielleicht nochmal für die, die gerade auch hier zugeschaltet haben. Ich habe mit Alexander gerade gesprochen. Der hätte jetzt seinen neunten. Oder hat heute. Oder hatte gestern seinen neunten Hochzeitstag. Ja, also heute, genau. 9. Heute? 9. Genau. Und die Frau hat ihn jetzt vor ein paar Tagen rausgeschmissen. Ja. Weil voriges Jahr da was gelaufen ist und du jetzt nochmal einen Abschiedsbrief geschrieben hast an diese Frau von vorigem Jahr und das hat deine Frau gelesen und das war der berühmte I-Punkt auf alles. Und also für mich war es halt ein Abschiedsbrief, aber für meine Frau ist es halt so, dass sie in diesem Brief viel gelesen hat. Jetzt hat sie ungefähr so schwarz auf weiß, was wirklich letztes Jahr gelaufen ist. Hast du denn noch doch irgendwie noch Gefühle für diese andere Frau? Natürlich denke ich noch zurück und denke mir, es war eine schöne Zeit. Mhm. Aber es sind komplett andere, es sind keine Gefühle. Ich vermisse sie theoretisch so wie einen guten Freund. Also ich hätte schon gerne noch Kontakt zu ihr, aber einfach nur wie einen guten Freund. Mhm. Aber da es Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht gibt, also ich bin ja nicht naiv, weiß ich, dass es einfach nicht funktionieren wird. Und ich liebe meine Frau und ja, gerade weil es auch die letzten Wochen und letzten Monate einfach grandios mit meiner Frau war. Mhm. Ja, wir haben uns wieder super aneinander genähert und es war meine Frau, meine Freundin, mein Kumpel, meine Geliebte. Es war einfach grandios für mich. Ich weiß, wir waren gerade auch an dem Punkt, wie es überhaupt dazu gekommen war letztes Jahr. Und hast du erzählt, dass du Stress hattest, dich selbstständig gemacht hast und so weiter. War es auch eine gewisse Langeweile in der dann doch schon 8 Jahre dauernden Ehe, dass es aus der Langeweile erwachsen ist, dass du mal was anderes erleben wolltest? Ja, wir haben uns nur noch über den Job unterhalten. Ja. Und meine Frau konnte irgendwie nicht ganz nachvollziehen, wo ich meine Ängste hatte. Also gerade wenn man sich selbstständig macht, hat man, und es läuft nicht so, wie man sich wünscht, hat man schon enorme Existenzängste. Ach so, dann hast du mit der, ich sag mal, mit der Affäre, mit der Affärenfrau, ich nenne sie mal so, ja. Hast du auch sehr viel geredet, da ging es gar nicht so in erster Linie um Sex? Ja, es war nicht diese sexuelle Sache, die mich da angetrieben hat, auf gar keinen Fall. Aber es gab auch Sex? Natürlich gab es auch Sex, ganz klar, aber es war nicht unbedingt der Sex, der mich da angetrieben hat. Sie war auch eine gute Gesprächspartnerin? Ja, es war einfach würde ich fast sagen, wie eine Flucht oder wie ein Urlaub. Ich bin, wenn ich bei ihr war, konnte ich eben alles vergessen. Da hatte ich keine Ängste mehr, da hatte ich keine Sorgen mehr. Hast du dich mit deiner Frau gemeinsam selbstständig gemacht? Ist das ein gemeinsames Geschäft oder bist du da allein der Chef? Ich bin da alleine der Chef gewesen. Ja. So, jetzt habt ihr auch ein kleines Kind. Ja. Ein ganz kleines Kind. Wir haben eine Tochter und jetzt eben das kleine. Achso, es gibt noch ein Kind. Ja. Wie alt ist das ältere Kind? Das wird jetzt im Oktober 6. Verstehe. Deine Frau hat dich rausgeschmissen. Wo wohnst du denn jetzt im Moment? Ja, aktuell wohne ich bei meinem Trauzeugen und bei seiner Frau. Mhm. Und die unterstützen mich sensationell. Hätte ich nie gedacht, dass sie mich so unterstützen. Was glaubst du denn, wie das jetzt weitergehen soll? Ja, ganz einfach. Ich will wieder zurück. Ich kann mir ein Leben ohne meine Frau nicht vorstellen. Und wenn ich daran denke, dass irgendwie. Ich kann aktuell nichts tun und ich muss abwarten, bis meine Frau sich entschieden hat oder bis sie sagt, du darfst wieder zurück oder ich will dich nicht mehr. Kann das sein, dass das von ihrer Seite aus so eine Affekthandlung war? Sie hat den Brief gelesen und das war nochmal eine Verletzung für sie und daraufhin hat sie dich rausgeschmissen. Kann es sein, dass sich das wieder beruhigt? Du kennst sie besser, du kannst sie einschätzen. Ja, sie aktuell sagt sie, sie will mich nicht mehr. Sie kann nicht mehr mit mir. Aber sie denke ich schon, dass sie einfach genau überlegt, wie sie mit mir demnächst handhaben soll. Glaubst du, dass sie so einen Satz sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr mit dir aufgrund der Verletzung? Oder glaubst du, dass schon auch noch ein tiefes Gefühl bei ihr da ist zu dir? Ja, es ist schon, also da bin ich mir ziemlich sicher, es ist schon ein Gefühl für mich da. Mhm. Aber ich habe sie einfach enorm verletzt. Ich meine, das ging ja nicht nur ein, zwei Mal. Das war letztes Jahr wirklich mehrere Monate. Mhm. Und ich kann ja auch verstehen, dass wie ist das denn damals? Ich bin, sozusagen. Ja, natürlich. Ja, klar. Wie ist das rausgekommen voriges Jahr? Hat sie was rausgekriegt? Ja, es ist mehrfach rausgekommen. Ach, das erste Mal ist rausgekommen, da habe ich gesagt, ich bin auf dem Geburtstag von einem Kumpel in der Kneipe und hat sie an meinen Klamotten gerochen und da hat sie aber gesagt, ja, du warst in keiner Kneipe, sonst wird sie nach Rauch stinken. Mhm. Also so
Also du hast dich in Lügen verstrickt und irgendwann lag es dann auf dem Tisch. Und dennoch hat es so lange gedauert und hast dich so lange mit dieser anderen Frau abgegeben. Ja. Auch als deine Frau es schon wusste, hast du immer noch mit der anderen Frau Kontakt gehabt? Ja. Zwischendurch war dann ein paar Wochen Pause, aber dann fing es trotzdem immer wieder an. Das ist natürlich absolut hart für einen Partner, für eine Partnerin. Ja. Also das ist sehr, sehr verletzend. Ich weiß auch, dass... ich will hier auch gar keine Schuld irgendwie zurecht, weil ich weiß, dass ich hier die einzige Schuld habe und dass ich, wenn ich früher jemanden gekannt hätte, der genau sowas gemacht hätte, da wäre ich hingefahren und hätte dem, da wäre ich ausgeflippt. Ne? Ja. Und heute, letztes Jahr habe ich genau das gemacht, wo ich früher die Leute verteufelt habe. So. Du hast sie sehr verletzt. Ja. Aber dahinter steckte ja auch eine Kritik an ihrer Person, wie du es gerade gesagt hast, dass du gar nicht so, dass sie mit deinen Ängsten beispielsweise gar nicht richtig umgehen konnte, dass sie offensichtlich nicht richtig auf dich eingegangen ist und dich nicht gefragt hat und so weiter, vielleicht auch nicht zugehört hat. Ja. Das ist natürlich eine ideale Konstellation für eine Eheberatung. Das, ja, wir waren bei der Eheberatung. Wann? Wir waren von Oktober bis Karneval dieses Jahr bei der Eheberatung. Hast du einen guten Eindruck davon gehabt oder war das? Ohne die Eheberatung wären wir heute nicht mehr zusammen. So, wäre das eine Möglichkeit, das nochmal zu machen? Wenn es nach mir geht, lieben gerne. Also ich würde alles tun, damit es wieder so wird wie früher. Kommunizierst du im Moment mit deiner Frau irgendwie oder ist absolut Stille? Ich komme im Moment überhaupt nicht an sie ran. Das Einzige, wie ich an sie rankomme, ist über die Kinder. Mhm. Morgen zum Beispiel werde ich sie ganz kurz sehen, weil ich unseren Sohn eben nehme. Aber alles andere, wenn ich irgendwas anderes anbringe, dann hört sie mir gar nicht zu. Es gibt nur die Sätze mit den Kindern. Jeder weitere Satz, der nicht mit dem Kind zu tun hat oder mit unseren Kindern, habe ich keine Chance. Also die ist tief erschüttert und richtig, richtig. Ja, auch wenn ich mit Freundinnen von ihr spreche, alle sagen, Mama, das ist vorbei. Mhm. Ja, und ich habe halt die Hoffnung, dass es eben noch nicht komplett vorbei ist. Die Freundinnen sagen, es ist vorbei. Das heißt, die Freundinnen wissen ja immer alles. Das heißt, die wissen auch um ihre Gefühle. Ja, aber also zum Beispiel, manche Freunde sagen ihm halt, im Moment hast du gar keine Chance, du kannst im Moment gar nichts machen und musst abwarten, bis die Entscheidung fällt, ob du nochmal eine Chance bekommst oder ob du komplett raus bist. Gibt es eine vertraute Person, die ihr beide gleichermaßen achtet und respektiert? Ja, gestern Abend war ich zum Beispiel mit ihrer Cousine, war ich spazieren und dann später in einer Kneipe und da waren wir, weiß nicht, 4-5 Stunden zusammen. Mhm. Und das ist auch die Patentante von unserem Sohn gemeinsam. Mhm. Ja, und... Was sagt die? Die sagt, du kannst im Moment gar nichts tun. Du musst einfach, du darfst nichts tun, du darfst keine Aktionen fahren, du darfst ja auch morgen zum Hochzeitstag darfst du keine Rosen schenken oder Blumen oder sonst was. Am besten melde dich gar nicht. So, ganz ruhig sein. Dann glaube ich, ist das ein sehr guter Ratschlag. Wenn die Cousine ist auch sehr nah an ihr dran. Die sind sehr eng miteinander. Das heißt, die beiden reden ganz offen miteinander. Die kann das einschätzen. Ist dieser Cousine auch was an eurer Ehe gelegen? Hast du den Eindruck? Ja, total. So, dann ist das vielleicht sogar ein sehr weiser Ratschlag von ihr. Denn über kurz oder lang müsst ihr euch ja sowieso zusammenraufen, allein wegen der Kinder. Ja, aber ich kann doch nicht abwarten und jetzt einfach zugucken, bis sie sich irgendwann entscheidet. Doch, warum nicht? Ja, und bis das Fallbeil dann auf meinen Kopf fällt. Doch, dir bleibt gar nichts anderes übrig. Deine Cousine oder die Cousine hat recht. Was willst du machen? Denkst du denn, mit ein paar Rosen morgen früh ist es besser? Oder wenn du ihr die Ohren voll redest mit irgendwelchen Entschuldigungen? Die Entschuldigung hast du ja wahrscheinlich schon gesagt. Und es ist auch an ihr Ohr rangedrungen, offensichtlich wahrscheinlich durch die Cousine, wie sehr dir das leid tut und wie sehr du interessiert bist an dem weiteren Bestand der Ehe. Das weiß sie, ne? Ja, sie weiß auch, die hat mich auch schon gesehen, wie sehr ich leide. So. Aber es interessiert sie alles nicht. Ja, also was willst du dann tun? Alles, was du jetzt tun könntest, wäre, entweder machst du dich lächerlich oder du machst noch mehr kaputt. Ja. Das ist eine bittere Zeit. Du musst einfach aushalten. Ja, aber es ist einfach... Das ist ein totales Glücksspiel. Entweder ich habe Glück und ich habe mal eine Chance, oder wenn ich Pech habe, dann ist es vorbei. Aber ich kann nicht akzeptieren, dass es vorbei ist. Das geht doch nicht. Ja, so weit sind wir ja auch gar nicht. Nicht panisch reagieren jetzt. So weit sind wir ja auch gar nicht. Vielleicht, wenn die Cousine sagt, du sollst erstmal gar nichts machen, heißt das für mich, da ist noch eine Chance. Sonst hätte die gesagt, pass mal auf, vergiss es. Das ist ein für alle Mal vorbei. Das wird nie wieder was. Ja. So höre ich da raus,
Wer weiß, vielleicht. Vielleicht reguliert sich das schon. Aber du musst ja auch mal vielleicht ihre Verletzung auch nochmal verstehen. Ich weiß nicht, was du alles in dem Brief geschrieben hast, aber wie du es angedeutet hast, kann ich mir das schon denken, dass das dann auch nochmal verdammt wehtut im Nachhinein. Wenn man das dann nochmal liest, wie du auch dich positiv zu dieser Frau geäußert hast. Verdammt weh kann das tun. Ja, ich weiß. So, und das muss ich erstmal beruhigen. Aber ganz beruhigen. Soll absolut gar nichts machen, auch morgen zum Beispiel zum Hochzeitstag. Nein. Aber das ist nicht, dass das als Bumerang irgendwann zurückkommt. Du hast dich noch nicht mal am Hochzeitstag gemeldet. Ja, das wäre gemein, wenn sie das sagen würde. Ich glaube, die weiß, wie es dir zumute ist im Moment. Was hast du denn einmal nochmal in dem letzten Gespräch nochmal dich entschuldigt und deine Reue gezeigt? Ja, Donnerstagabend habe ich auf die Kinder aufgepackt. Sie war mit Freundinnen weg. Mhm. Und da bin ich nach Hause gekommen und habe die Kinder ins Bett gebracht. Mhm. Und dann haben wir danach, als sie wieder nach Hause kam, nochmal gesprochen und ich war die ganze Zeit nur am Heulen und sie hat gesehen, wie sehr ich gelitten habe. Gut. Und sie war eiskalt und sehr entschlossen und ich war eigentlich mehr erschrocken, wie kalt und erschrocken und entschlossen sie war. Verstehe. So, dann und weiß ich kam gar nicht an sie ran. Und dann weiß die, was los ist. Und dann würde ich morgen auch keine Rosen oder irgendwas schicken. Das passt überhaupt gar nicht. Wenn sie dir das irgendwann zum Vorwurf macht, dann ist das gemein. Ja. Damit machst du nichts falsch, wenn du morgen keine Rosen schickst. Ja, okay. Das glaube ich. Versucht euch einigermaßen im Riemen zu reißen wegen der Kinder. Ja. Finde ich ganz wichtig. Und ansonsten rede viel mit der Cousine. Ich glaube, das ist eine gute Vermittlerin. Ja, weil das ist so mein einziger Draht, den ich aktuell habe. Ich ja. bin auch froh, dass die mir zuhört. Ja, finde ich gut. Ja. So, da sieh du zu, dass du kannst noch eine Weile da wohnen bleiben bei deinem Freund. Weil der hat zu mir gesagt, ich kann hier so lange wohnen bleiben, bis wie ich will. Perfekt. Aber da musst du jetzt durch die bittere Zeit auch durch und eben stillschweigen. Sonst glaube ich, geht's wirklich nach hinten los, wenn du jetzt panisch reagierst. Ja, also mein Ziel ist halt einfach, dass ich für die Kinder da bin und dass ich ihr zeige, dass ich im Moment für sie beziehungsweise die Kinder häufig nehme und für die Kinder absolut da bin. Mhm. Und dann hoffe ich halt, dass sie dadurch sieht, ja, es ist doch. Ja, finde ich auch. Ja. Genauso mach es, Alexander. Ja, super. Ich drücke dir die Daumen. Alles Gute. Ja, danke fürs Gespräch, du Mann. Ja, ne? Sehr gerne. Tschüss. Bis bald. Danke. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch bitte über diese Nummer. So, morgen haben wir Themennacht. Diese Woche geht es wieder los mit unseren Themen. Zweimal in der Woche. Und morgen fangen wir schon mit dem schönen Thema an, Sex mit Pannen. Und ich frage euch, hattet ihr schon mal eine Panne, vielleicht sogar eine gravierende Panne beim Sex? Also, dass zum Beispiel mit Sexspielzeug was schiefgelaufen ist. Oder dass ihr sehr peinlich mal beim Sex erwischt worden seid. Oder habt ihr euch beim Sex sogar schon mal verletzt? Das kann ja auch sein. Sex mit Pannen, das ist unser Thema morgen. Ich bin sehr gespannt, was ihr alles erzählen werdet. Ihr könnt euch rund um die Uhr melden unter domian@wdr.de oder morgen wie immer ab 0 Uhr anrufen. Ihr wisst das ja, ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet und die Kollegen sitzen an der Strippe und nehmen eure Anrufe entgegen. Sex mit Pannen, das ist unser Thema morgen. Heute aber nach wie vor freie Themennacht und ich freue mich jetzt auf den Peter. Peter ist 20. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Peter. Weswegen rufst du an? Ich habe da so ein kleines Problem mit meiner Freundin, sag ich mal. Erzähl. Und zwar geht es sich darum, dass ich jetzt seit Samstag mit meiner Freundin ein halbes Jahr zusammen bin. Mhm. Und ich, seitdem wir zusammen bin, eigentlich unseren Sex schon immer woanders suche. Beziehungsweise, das heißt, meinen Sex woanders suche. Das heißt, solange du mit einer Freundin zusammen bist, gehst du fremd. Genau, das hat auch schon vorher angefangen, also bevor ich sie kennengelernt habe. Ja, da kann man das ja nicht fremdgehen nennen. Nee, die Sache ist, nachdem sie mir dann halt ihre Sexualität offenbart hat, das heißt, da sie auch Jungfrau ist, habe ich das natürlich weitergeführt und jetzt so nach einem halben Jahr merke ich schon, das macht ein schlechtes Gewissen vor allen Dingen. Moment, auch, heißt das, dass sie, will sie nicht mit dir schlafen? Sie sagt zu mir halt ständig, dass sie Jungfrau ist. Und Jungfrau und bleiben will, oder was? Erstmal Jungfrau bleiben will und auf den richtigen Zeitpunkt warten will. Ach so. Das ist natürlich hart. Für dich. Hart, ja. Was heißt das? Hast du mit ihr. Hast du mit ihr überhaupt keinen Sex? Auch nicht ein bisschen rumfummeln, Petting und sowas? Petting oberhalb der Gürtellinie. Weiter komme ich, oder beziehungsweise darf ich nicht. Weiter nicht? Weiter nicht. Da lässt sie mich auch nicht. Auch wenn sie hier schon mal bei mir öfters schläft, keine Chance. Habe ich schon oft genug versucht. Das ist ja Folter. Das halbe Jahr und das ist
hart, ja. Das heißt, du hast irgendwie Affären am Laufen oder wie? Nee, Affären nicht, aber eine. Ach so, eine, du hast die eine fest. Auch schon, wie gesagt, die auch schon vorher lief. Ach so. Und ja, ich da nicht so ganz weiß, wie ich es ihr vielleicht erklären soll, weil ich liebe sie schon über alles. Das heißt, deine Freundin würde aus allen Wolken fallen, wenn die das erfahren würde. Richtig, weil sie hat anfangs, wie wir zusammengekommen sind, hat sie dann bei mir im Internet schon öfters nachgeguckt, mit wem ich denn so schreibe und über was. Und da hat sie das schon einmal mitbekommen. Und da habe ich ihr dann immer offenbaren müssen und auch schwören müssen, dass da nichts ist, dass das nur eine gute Freundin von mir ist und sowas. Hängst du volle Kanne in der Lüge drin, ne? Aber in einer... In einer harten Lüge. Aber in einer Hammerlüge hängst du. Das sage ich dir. So, die Sache ist, sie hat mir damals geschworen, wenn das noch einmal so ist, dann ist Feierabend. Und ich möchte sie natürlich nicht aufs Spiel setzen. Wie oft hast du Sex mit der anderen? Also einmal die Woche, wenn zweimal die Woche bestimmt. Ja. Warum will deine Freundin Jungfrau bleiben? Ist das ein religiöser Grund? Nee, also ich will nicht sagen religiöser Grund. Nein, also sie ist ganz normal katholisch. Und sie mir auch nicht so vorkommt, als wäre sie streng katholisch, kein Sex vor der Ehe oder sowas. Nein, das nicht. Sie sagt immer nur halt, sie möchte auf den richtigen Zeitpunkt warten. Ach, verstehe. Sie will sich Zeit lassen. Zeit lassen, genau. Mhm. Also da steht schon in Aussicht, dass ihr miteinander irgendwann Sex haben werdet, aber das geht für sie eben nicht so schnell. Genau. Wie alt ist sie? Sie ist 19. Also weißt du, was ich nicht verstehe an deiner Stelle? Hm. Du bist verliebt in diese Frau? Oh ja. Und du hast von Anfang an bist du direkt fremdgegangen. Ja, weil diese Affäre, wie es nun mal ist, die lief vorher schon. Egal, kein Argument. Verstehe ich nicht. Nein, das ist richtig. Verstehe ich nicht. Wenn du dich verliebt hast in diese Frau, dann finde ich, dass man, wenn man verliebt ist, dass man dann auch erstmal eine Weile abwarten kann. Ich bin voll auf deiner Seite, dass das nicht auf Dauer geht. Da wirst du ja Jack im Kopf. Ne? Das geht nicht. Das geht ja, wirklich klar. Nicht. Aber ihr seid mal gerade erst ein halbes Jahr zusammen. Du hast auch zwei gesunde Hände. Da ginge das eine Weile auch mal. Ja. Da hast du schon den eklatanten Fehler begangen, dass du sofort dich in die Lüge hineinbegeben hast. Ja. So, und da wieder rauszukommen kannst. Eine Zeit lang war es auch misstrauisch. Jedes Mal, wenn ich schon mit anderen, also auch wenn es nur eine gute Freundin von mir war, von früher im Internet mit der geschrieben habe, dann ist sie schon misstrauisch geworden. Okay, warum? Warum das hast du natürlich nicht. Nein, warum hast du dich denn nicht erstmal auf deine Freundin eingelassen und ihr auch die Zeit gelassen zu sagen, okay, dann gehen wir es langsam an. Warum nicht? Ja, ich will nicht sagen irgendwie, dass ich sexsüchtig bin. Also ich will nicht sagen, so nimmt vom Mann oder so, aber bei mir gehört das halt auch von früher, gehört das immer dazu, weißt du? Also so mal ein, zweimal die Wochen. Verstehe, aber man muss ja auch Konzessionen machen. Richtig, wenn ich jetzt merke, natürlich ein, zwei Wochen mit ihr nicht, also beziehungsweise nicht mit ihr, dann drückt das schon irgendwie, weil wie gesagt, das ist Angewohnheit in den letzten zwei Jahren. Gut, ja, aber ich denke trotzdem, dass man eine Weile schon sich auch zurückhalten kann für eine Liebe. So, das hast du nicht gemacht. Genau. Jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen. Was soll jetzt werden? Genau, das ist es. Ich will ihr ja auch keine Lügen oder sowas vorspielen. Tust du aber schon. Richtig, das habe ich seit, wie gesagt, mit der ersten Lüge habe ich das schon getan. Genau. Nur irgendwie, das will ich bereinigen, weil also ich könnte mir mit ihr mehr vorstellen als nur so eine normale Beziehung halt. Ja, Peter, wenn du ihr aber jetzt die Wahrheit sagst, kannst du dir doch abschminken, dass du mit der Frau länger noch zusammen sein wirst. Genau, das ist es. Die wird dich doch sofort verlassen. Deswegen suche ich den Rat bei dir. Da gibt es keinen klugen Rat. Hm. Da gibt es keinen klugen Rat. In dem Moment, wo du den Mund aufmachst und die Wahrheit sagst, ist das Mädel weg. Zu Recht. Weißt du, das wäre was anderes, wenn du jetzt, spielen wir mal den Fall durch, du wärst bisher ihr treu geblieben. Ja. Und du würdest jetzt zu mir sagen, ich kann nicht mehr. Hm. Dann finde ich, hättest du das Recht, da würde ich dich auch ermutigen, ihr zu sagen, pass mal auf, jetzt müssen wir ein bisschen voran machen. Ja. Ich muss es haben und da müssen wir jetzt irgendeinen Weg finden. Aber in diesem Fall, was gibt es für Alternativen? Es gibt die Alternative, es ihr zu sagen, dann ist sie weg. Hm. Es gibt die Alternative, es so weiterzumachen, was ich absolut beschissen finde, wenn du es weitermachen würdest. Richtig. Da stehst du vor dir auch blöd da, weil du unehrlich bist. So, das heißt, letztendlich läuft es auf Trennung hinaus. Hm. Es sei denn, sie ist so großmütig und großherzig, dass sie es dir verzeiht. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also der erste Schritt, den ich höchstens machen kann, ist, die Affäre abzustellen. Das wäre ja schon mal einer. So, wenn du das schaffen würdest, wäre vielleicht ein goldener Weg. Wenn du sagst, okay,
es ist irgendwie bisher alles schief gelaufen. Ich halte aber erstmal den Mund, um sie nicht zu verletzen. Genau. Und ich versuche, treu zu sein, bei ihr zu sein. Aber schon auch mir klarzumachen, dass irgendwann auch eine Sexualität zum Leben dazugehört, zu einer Beziehung dazugehört. Und ihr euch dann so allmählich daran tastet. Ja, also du, ja, aber du musst auf jeden Fall irgendetwas für dich nicht Angenehmes unternehmen. Hm. Wirst du es schaffen? Mir wird wahrscheinlich nicht wirklich anders was übrig bleiben, ne? Das weiß ich nicht. Du kannst auch ganz träge sein und sagen, ich lasse so lange laufen, wie es halt geht, und dann wird sich das Ganze fügen. Da muss ich mich dann halt entscheiden, was habe ich lieber. Allerdings. Oder meine Freundin, ne? Ja, klar. Klar. Deswegen, also dann wird das wahrscheinlich schon eher die erste Variante sein, versuchen das abzustellen. Es abstellen. Ja, aber ab heute, ab jetzt. Ab jetzt, genau. Mhm. Diese Affäre, die weiß, dass du eine Freundin hast. Die weiß das, ja. Die kennen sich auch beide nicht. Ach, die kennen sich nicht. Das heißt, da besteht nicht die Gefahr, dass es irgendwie durchsickert. Nee, nee. Das wäre für deine Freunde auch sehr, sehr schlimm. Das ist noch schlimmer, als wenn ich dir, glaube ich, sagen würde. Peter, wenn du das nicht schaffst, wenn du es nicht aushältst, dann musst du dich, das finde ich, das wäre der saubere Weg, dann musst du dich von deiner Freundin trennen. Richtig. Und vielleicht sogar, um ihr die Verletzung zu ersparen, hältst du ganz einfach den Mund, was du gemacht hast. Denn das ist für sie schon sehr schmerzhaft, glaube ich. Die geht davon aus... Ja, ich glaube, wirklich schmerzhafter, als wenn ich einfach sagen würde, hier so, ich verlasse dich jetzt. Ja, sie wird natürlich auch nach Gründen fragen, aber wenn du sagst, ich habe seitdem jede Woche mindestens zweimal oder ungefähr zweimal Sex mit einer anderen, das ist die Hölle, wenn du frisch verliebt bist. Und für sie hat Sexualität ja schon was Besonderes, dass sie sich das ja aufspart und langsam sich rantastet. Ja, wir haben eine Linie gefunden, ne? Ja. So, dann bin ich auf jeden Fall schon mal froh, Hilfe zu bekommen zu haben. Musst du jetzt Konsequenzen ziehen. Das auf jeden Fall. Alles Gute, Peter. Super, Domain. Sag mal, ein Autogramm darf ich haben, oder? Sehr gerne. Wäre das möglich? Du legst auf und wir rufen dich nochmal an. Ja, das ist cool. Okay, jo, danke, tschüss. Ja, ciao. 0800 220 50. Ina, begrüße dich herzlich, 37. Hallo. Hallo Ina, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich versuche also einen Partner zu finden, dem ich vertrauen kann. Und irgendwie schaffe ich es halt nicht, woran es liegt. Also mittlerweile bin ich ratlos. Wie lange suchst du denn schon nach einem Partner? Also jetzt mittlerweile seit 3 Jahren. Und hattest längere Beziehungen? Ich hatte vorher eine Beziehung über 8 Jahre lang mit einem Mann, der alkoholkrank war. Mhm. Habe es dann beendet, weil ich gemerkt habe, dass der sich absolut in keiner Weise ändern wollte. Mhm. Ja, und seitdem bin ich alleine. Mhm. Was unternimmst du denn so, um Menschen? Alles Mögliche eigentlich. Ich gehe tanzen, ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe spazieren, ich gehe im Park und ich gehe zum Museum. Im Park klappt es vielleicht nicht so gut, aber du bist eine Frau, die viel rausgeht. Diskothek hast du und Fitnessstudio. Also wenn das Wetter schön ist, auf jeden Fall, klar. Mhm. Freundeskreis? Gibt's? Eigentlich hab ich sehr reduziert seit kurzem halt, und das ist auch ganz gut so. Ja. Hm. Gehst du denn auch auf Männer zu? Sprichst du Männer auch an in Diskos zum Beispiel? Manchmal ja, manchmal nein halt. Muss man natürlich. So, ja, ja, klar, aber das Problem ist halt, wenn ich dann schon jemanden anspreche, halt, so die meisten, die suchen halt den sexuellen Kontakt. Mhm. Und das ist absolut nicht meine Welt. Ja. Weil jemand, den ich gerade mal 10 Minuten kenne, mit dem gehe ich nicht direkt raus um die Ecke. Ja, ist auch okay. Nutzt du das Internet auch, um Männer kennenzulernen? Ja. Ich meine, das ist ja auch eine große, große Möglichkeit, mittlerweile Verbindungen zu knüpfen. Ich habe es genutzt eine Zeit lang, mittlerweile habe ich es wieder abgestellt, weil ich gemerkt habe, das sind wirklich war eigentlich nur Männer, die wirklich war nur auf Sex aus sind, halt, die meisten halt. Also wirklich war es ganz selten mal, dass mal einer dabei ist. Ja. Er sagt, ich will ein normales Gespräch mit dir führen, die meisten nach dem dritten, vierten Mal, wenn man den Kontakt hatte, gechattet hat, dann heißt, komm, lass uns mal treffen. Ja, ja. Ja. Du bist 37, habe ich gerade gesagt. Mhm. Wie war das denn früher so? Wo hast du früher deine Jungs und die Männer kennengelernt? Früher in dem Bekanntenkreis, wo ich also meinen ersten Mann auch kennengelernt habe oder meinen ersten Freund, mit dem ich so lange zusammen war. Also da war es dann mehr so innerhalb von der Clique, ist das dann passiert? Ja. Mhm.
Hast du denn in deiner letzten Beziehung, das war ein Alkoholiker, sagst du gerade, auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht? Ja. Welcher Art? Ja, von Schlagen, Misshandeln. Was heißt Misshandeln? Ja, Zigaretten auf mir ausdrücken. Oh. Oh. Der hat Zigaretten auf deine Haut ausgedrückt? Mhm. An welchen Stellen? An vielen Stellen. Im Gesicht auch? Im Gesicht nicht, aber jetzt also Körperbereich, Genitalbereich. Genitalbereich auch? Mhm. Das hat er im Suff gemacht? Auch im Suff und ja klar, meistens im Suff, eigentlich nur. Weil der war ja immer nur, der war nur betrunken. Ich habe ihn eigentlich selten nicht schon erlebt halt. Also das ist ja schon extrem hardcore, finde ich, wenn man Zigaretten auf der Haut eines anderen ausdrückt. Mhm. Er hat dich auch geschlagen. Ja. Gab es Verletzungen? Ja, also ich war 4-5 Mal auf Intensivstation gelegen. Du hast 4-mal auf der Intensivstation gelegen? Ja. Auf der Intensivstation heißt das, dass du schwerst verletzt warst? Ja, da habe ich krankenhausreif geschlagen. Da habe ich bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Das ist aber, das sind ganz schlimme Erfahrungen. Ja. Ich glaube, dass man dann, wenn man solche schlimmen Erfahrungen mit einem Partner gemacht hat, dass man dann auch vielleicht viel unsicherer und vorsichtiger an einen neuen Kontakt rangeht. Kann ja klar, auf jeden Fall. Ist ja auch ganz normal. Wenn man einmal sowas Schlimmes erlitten hat, denkt man gleich nicht, dass mir sowas nochmal passiert. Ja. Hast du, ich habe es gerade nicht so ganz richtig verstanden, du hast ihn verlassen vor 3 Jahren. Verlassen, ja. Und ging das reibungslos oder hat er da auch noch großes Theater gemacht? Also sagen wir so, habe ich ihn schon vor 5 Jahren verlassen. Ich habe mir, also vor den 3 Jahren habe ich mir vor 2 Jahren während der Beziehung schon eine eigene Wohnung gesucht. Mhm. Und da kam er halt dann auch regelmäßig hin und hat da Terror gemacht halt und hat da eben wirklich mal riesen Stress gemacht und bis auf den Kopf halt. Das ging so weit, bis er da im Haus Verbot bekommen hat. Mhm. Hat dann Hausfriedensbruch begangen, hat dann bei mir die Wohnungstür eingetreten. Der hat das so weit getrieben, dass ich aus der Wohnung komplett rausgeflogen bin durch die Hausverwaltung. Die haben keinen Bock mehr gehabt. Ja, und all so Sachen halt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, pass auf, jetzt reicht's. Ich gehe zu einer Freundin und war's dann. Und da hat er dich in Ruhe gelassen? Erstmal nicht, ja. Der hat mich erstmal dann versucht zu belabern, ach ja, und wie sehr er mich doch liebt. Auf einmal hat er mir sagen können, nach 8 Jahren konnte er mir das erste Mal sagen, dass er mich überhaupt liebt. Mhm. Das hat er mir vorher nie wirklich gesagt. Und dann konnte er mir auf einmal sagen, er liebt mich doch und er will eine Chance haben. Da ist aber so auf, wenn du eine Chance haben willst, dann zeig es mir, mach eine Therapie, mach einen Entzug, wechsel deinen Freundeskreis. Lass uns in eine andere Stadt ziehen und so weiter und so fort. Hat er alles nicht. Wenn die Bedingung alle eingeht, dann können wir vielleicht schon mal weiter gucken. Aber das hat er nicht gemacht und hat sich dann zurückgezogen. Er hat klipp und klar gesagt, er hat keinen Bock da drauf. Will er nicht. Er will sein Leben so weiterführen wie bisher und will damit glücklich werden. Sag ich, okay, dann mach das. War dieses Martyrium am Anfang auch schon so? Am Anfang eurer Beziehung? Nee, eigentlich gar nicht. Also, wo wir uns kennengelernt haben, die ersten 2 Jahre war eigentlich alles okay. Ach so. Er war zwar ab und zu mal mit einem Bekannten halt eben trinken gewesen, klar, auf dem Bierchen am Wochenende zum Fußball. Aber dennoch hast du es dann verdammt lange und viel zu lange mit dem ausgehalten. Ja, ich dachte halt immer irgendwo hat. 4-mal Intensivstation, ich fasse es gar nicht, Ina. Ja. Welche Verletzungen hattest du, als du auf der Intensivstation lagst? Sämtliche Knochenbrüche, von Schlüsselbeinbruch bis so Kniescheibe kaputt. Arm gebrochen, Bein kaputt. Unfassbar. Kopfverletzungen? Nee, leider nicht. Also zum Glück nicht, sag ich mal. Zum Glück nicht. Warum hast du ihn nie angezeigt? Oder hast du ihn angezeigt? Ich habe mich immer wieder von ihm belabern lassen. Das heißt, er ist bisher ohne Strafe davongekommen. Ja. Für all das, was er gemacht hat. Was hast du denn den Leuten im Krankenhaus erzählt, den Ärzten, was passiert ist? Ja. Den habe ich klar, habe ich denen die Wahrheit erzählt, aber die sind ja nicht, die können ja nichts machen, wenn ich sage, ich will ihn nicht anzeigen. Weißt du, da würde ich auch sehr, jetzt mal abgesehen von dem Problem, was du am Anfang gesagt hast, dass du im Moment keinen Partner findest, auch sehr mit mir über mich selbst ins Grübeln kommen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Warum habe ich so reagiert und warum habe ich mir das so antun lassen, so lange? Warum habe ich nicht schneller Konsequenzen gezogen?
Was ist ich weiß das, warum. Das, warum die das zur Branche drüber nachdenkt, das weiß ich. Weil ich bin ein Mensch, habe ein sehr, 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 sehr liebes Herz, sage ich mal, von innen heraus. Und ich schenke eigentlich vielen Menschen mein Vertrauen viel zu schnell. Und ich habe immer wieder ihm die Chance gegeben, halt, sich zu ändern, sich mir zu beweisen halt. Er hat dann manchmal Phasen, weil zwischen einem lieben Herz und dann einem dummen Verhalten ist vielleicht gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Mhm. Ne? Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber wenn du so schlimme Sachen erlebt hast, hast du denn danach, ich könnte mir vorstellen oder ahne das auch schon, dass einen das seelisch absolut fertig macht, wenn man sowas hinter sich hat, die Angst, den Stress zu erleben. Mhm. Warst du beim Psychologen mal danach? Hast du dich therapieren lassen, beraten lassen? Nein. Behandeln lassen? Gar nichts? Gar nichts. Warum nicht? Weil ich das bisher eigentlich, keine Ahnung, ich habe von sowas also nie was richtig gehalten. Ich habe also bisher davon zwar oft gehört, dass solche Menschen einem helfen können, aber ich dachte mir halt irgendwie, wer weiß, ob sie dir wirklich helfen können. Mhm. Ich glaube ja, dass das, ich könnte mir vorstellen, dass das so viel Verletzung in dir verursacht hat, in der Seele, an der Seele, in der Tiefe der Psyche, die du selbst dir gar nicht so bewusst bist im Moment. Mhm. Aber du deshalb irgendwie vielleicht auch in deinem ganzen Leben nicht so richtig vorankommst, wie du es dir gerne vorstellen würdest. Vielleicht liegt liegen die Misserfolge bei der Partnersuche auch daran, dass da irgendwas klemmt und nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Kann sein, schon. Ich fände das eigentlich einen ganz guten Weg, wenn du, um mit dir mal so ins Klare zu kommen und vielleicht auch mal diese schlimme Zeit nochmal so richtig aufzuarbeiten, in eine Therapie gehen würdest. Ich weiß nicht, ob es unbedingt nötig ist, weil ich finde, die letzten 3 Jahre, ich bin, wie gesagt, auch von der Stadt weggezogen, wo er wohnt. Geht's dir ganz gut? Geht es mir eigentlich ganz gut. Mhm. Halt. Weil, wie gesagt, ich war noch ein einziges Mal da gewesen, habe ihn zum Glück nicht angetroffen. Mhm. Habe ihn bekannt da gewesen, habe noch ein paar Sachen geholt von mir, was noch an Papieren, Unterlagen da war. Das nehme ich ernst. Also man muss auch nicht manchmal alles wieder hervorholen, wenn es irgendwie ganz gut verpackt tief in einem liegt, wenn es einem gut geht. Entscheidend ist, ob es einem gut geht. Ja. Das ist entscheidend. Wenn man dann merkt, es geht einem irgendwie nicht so ganz gut, dann muss man was unternehmen. Nee, mir geht's eigentlich ganz gut halt. Also, bist du berufstätig oder bist du arbeitslos zurzeit? Ich bin zwar arbeitslos, aber ich mache eine 1-Euro-Job-Maßnahme. Ah ja, ja. Weißt du, Ina, das ist jetzt sehr schwer. Ich meine, ich merke, dass du schon aktiv bist und du tust ja auch was, um Leute kennenzulernen. Da fällt es mir jetzt schwer, dir da noch so den Superratschlag zu geben. Mach mal dieses und jenes. Sicher, manchmal dauert es ja lange, bis man jemanden findet. Und, aber es kann irgendwie nicht sein, dass die Männer nur dazu sind, um irgendwie eine Frau zu kennenzulernen, die sie verarschen wollen. Eigentlich nicht. Es gibt auch genügend Männer, die gut drauf sind und die nett sind. Aber die Frage ist immer, wie kommt man an die ran und wie... Und da gibt es leider kein Patentrezept für. Nee, da gibt es keins. Das Patentrezept ist, glaube ich, sich viel unter Menschen zu begeben. Auch in der ganze sportliche Bereich, in Vereinen, Gruppen was zu machen, wo man einfach immer wieder mit Menschen in Kontakt kommt. Übers Internet bin ich auch immer eher so ein bisschen skeptisch, obwohl da resultieren ja mittlerweile auch gute Sachen raus. Aber der persönliche Kontakt ist immer der beste. Ich würde dir einfach sagen, versuche das einfach weiter zu aktivieren und überleg dir vielleicht noch irgendeine Sportart, die dich interessieren könnte, wo auch viele daran teilnehmen. Gerade ich finde eigentlich total unsportlich. Ja, du gehst in ein Fitnessstudio, sagst du. Ja, Fitnessstudio ist so. Das geht halbwegs, aber jetzt richtigen Sport, so Leistungssport kannst du nicht. Nee, das muss ja auch nicht sowas sein. Es geht ja nur darum, dass da viele Leute sind und dass dir das so einigermaßen Spaß macht. Also geh mal so die ganze Palette durch, was dich vielleicht interessieren könnte an Aktivitäten, wo einfach viele Menschen zusammenkommen. Je mehr Menschen du triffst, desto größer ist die Chance, dass du auch auf einen guten Typ triffst. So ist es einfach. Je mehr man sich zurückzieht, desto geringer die Chance. Ja, schon klar. Einfache Rechnung. Wenn ich ganz noch zu Hause sitze, dann werde ich bestimmt nie mehr. Genau. Habe ich auch schon gemacht, mich total zurückgezogen und total. Ja, das ist es nicht. Da nicht mehr rausgegangen, halt, habe ich auch mir dann irgendwann nach einer Weile gedacht, ey, komm, das bringt's nicht. Ne? Also ich sag's jetzt nochmal, wenn du für dich das Gefühl hast, dass du irgendwie doch seelisch nicht so im Gleichgewicht bist, dann würde ich so das mal überlegen, vielleicht in eine Psychotherapie zu gehen. Ich würde es aber auch nicht erzwingen, solange du sagst, mir geht's ganz gut, dann lass es sein und
sei einfach aktiv im Leben und wir hoffen, dass da bald dann ein Mann dir über den Weg läuft. Ich sag mal so, also eine Therapie jetzt, über meinen Ex hinwegzukommen, brauche ich nicht. Mhm. Weil mit dem habe ich einfach nur abgeschlossen. Ja. Da hat er mir viel zu viel angetan, dass ich mit dem so nicht fertig werden könnte. Okay. Aber wofür ich vielleicht eine Therapie so machen könnte, halt, um vielleicht mal mir klar zu werden darüber, woran es liegt, jemanden kennenzulernen halt. Okay. Dann werden wir dich auch nochmal zurückrufen. Das heißt, meine Psychologin ruft dich nochmal zurück. Die kann dir dann mal einen konkreten Ratschlag geben, in welche Art von Beratung du gehen könntest, gerade für diese Problematik, ja? Mhm. So machen wir es, liebe Ina. Dann wünsche ich viel Glück und alles Gute. Tschüss. Ich bin ein großer Fan von eurer Sendung und höre euch fast jeden Abend. Sehr nett. Freut mich sehr. Sehr nett, dass du sagst. Tschüss. Dann rufen wir dich gleich an. Okay, tschüss. Ciao. So, liebe Leute, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen ist unser... haben wir ja Themennacht. Morgen heißt das Thema Sex mit Pannen. Wer von euch hatte schon mal dramatische Pannen beim Sex, die euch, die ihr nicht so schnell wieder vergesst? Es kann sein, dass ihr mit Sexspielzeug irgendwas gemacht habt, was dann irgendwann nicht mehr lustig war, wo was schiefgelaufen ist. Es können auch Verletzungen sein. Verletzungen beim Sex, großes Thema. Wenn man mit Leuten in der chirurgischen Ambulanz redet, da gibt es schon Hammergeschichten zu hören, haben wir hier in der Sendung ja auch schon gehört. Oder vielleicht seid ihr auch schon mal in einer Art und Weise erwischt worden beim Sex von irgendjemandem, wo der Ausdruck Panne sehr, sehr, sehr treffend ist. Also Sex mit Pannen, morgen unser Thema. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, 0800 220 50 50 oder rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Jetzt ist jemand dran und das kann ich hier nicht aussprechen. Sagt man O's oder Ots? Einfach O's. Einfach O? Einfach oder, O? Oder einfach Ots. Ots. Also, genau. Genau. Also ich sehe hier auf meinem Bildschirm O und Z steht hier, 34 Jahre alt. Genau. Was ist das eine Abkürzung oder ist das ein Name? Das ist eine Abkürzung und zwar heiße ich richtig Ozan. Aha. Ja, ist ein türkischer Name. Aha. Und Oz ist mein Spitzname. Oz. Genau. Oz. Dann sage ich auch Oz. Genau. Oz. Schönes Erbes, Oz. Ja. Um was geht's? Deswegen hast du angerufen. Ja, und zwar, ich habe vor 11 Jahren einen Schlaganfall gehabt. Vor 11 Jahren? Da warst du 23? Ja, da war ich 23, habe einen Schlaganfall gehabt und war lange Zeit in Koma gelegen. Wie lange? Und 30 Tage. 30 Tage? Ja, und habe dann sieben Monate war ich im Rollstuhl gesessen. Und nachdem es einigermaßen wieder bergaufwärts ging, hat man am Ende des Jahres am Kopf eine große Operation vornehmen müssen. Das war eine getrennte Diagnose. Eine was? Vom Schlaganfall. Eine getrennte? Eine getrennte Diagnose, genau. Also das hat mit dem Schlaganfall nichts zu tun gehabt. Ach so, was war denn das am Kopf dann? Das waren... Also lateinischen Namen brauche ich jetzt nicht. Nee, erklär so. Man nennt es Habeck-Entzündungen. Mhm. Ja, und was ist da ist am Haarbalken, also zwischen Haarbalk und Kopfhaarbalk ist ja das, diese, wenn man Haar rauszieht, sieht man ja ganz am Ende so rundliche Stellen, ne? Unten am Haar. Und da hat es dann größeres Areal an der Kopfhaut bei mir war entzündet. Und zwar, das war so weit entzündet, dass man ungefähr eine Fläche von 15 auf 15 Zentimetern Quadrat komplett entfernen musste, weil das sonst zum tödlichen Hirnschlag hätte führen können. Ach, das heißt, du hattest dieses Grauen hinter dir mit dem Schlaganfall und dem Koma und dann kommst du völlig getrennt davon, es gab keinen Zusammenhang, diese andere Erkrankung mit den, wie du es gerade beschrieben hast, mit dem Haar. Genau. Und dann habe ich innerhalb von 2,5 Jahren 5 Operationen gehabt am Kopf. Immer an der Kopfhaut? An der Kopfhaut, genau. Ja. Und da hat man das erste Mal ja ziemlich großes Areal Kopfhaut entfernt. Und die Folgeoperation war natürlich, diese defekte Stelle dann wieder zuzudecken mit meiner eigenen Haut. Also an der ersten Operation hat man eine Spalthauttransplantation gemacht. Das heißt,
da war künstliche Haut auf meine Kopfhaut gemacht worden. Und dieses Areal musste man ja wieder zudecken, weil das sah aus wie verbrannt. Mhm. Und dieses Zuzudecken hat man dann 4 weitere Folgeoperationen gemacht. Wie dramatisch. Warst du während dieser Zeit dann wieder einigermaßen regeneriert von dem Schlaganfall oder warst du da auch noch angeschlagen? Ich war noch sehr angeschlagen, weil während der Kopfoperationszeit habe ich immer wieder kleinere Rückfälle gehabt und auch zweimal bis zum Jahr 2000 habe ich zweimal größere Anfälle gehabt, also wieder so starke Aussetzer an meiner rechten Seite, Motorik am Bein und an der Hand und am Arm, sodass ich wieder für mehrere Wochen immer wieder ins Krankenhaus musste. Also das, was du jetzt erzählst, das belegt das nochmal, was viele, viele Leute vielleicht gar nicht so wissen oder was man gar nicht so weiß oder ahnt auch, dass eben auch sehr junge Leute vom Schlaganfall getroffen werden können. Das ist nicht nur eine Erkrankung älterer Menschen. Nein. Ich habe zum Teil in der Reha-Klinik junge Menschen kennengelernt, die mit 15, 16 Jahren Schlaganfälle hatten und für ein Leben lang im Rollstuhl sitzen. Kann man eine Ursache bei dir dafür benennen, dass du so früh einen Schlaganfall bekommen hast? Ja, und zwar am Nacken, bei mir am Nacken, also es gibt ja mehrere Gefäße am ganzen Körper. Mhm. Und am Nacken war bei mir ein Gefäß verkalkt und verengt. In dem Alter war es schon verkalkt? Ja, und obwohl ich Sport getrieben habe und gearbeitet habe, und man sagt, hat mir dann später gesagt, das waren Stressfaktoren und die Verengung, dann haben angefangen, die Ärzte miteinander rumzudiskutieren, die waren sich dann nicht mehr einig, dann haben Professoren untereinander rumdiskutiert, ich stand dann natürlich da, ja was jetzt nun, das oder das, wie dem auch sei, war das so, dass ich Blutverdünner gekriegt habe. Ja. Und durch dieses natürlich, dass sich verbessert hat. Ja. Ich habe... Ich unterbreche mal eben, weil meine Zeit mir ein bisschen... Problem. Nee, ich will aber jetzt wissen, was mich extrem interessiert ist, wie es dir heute nach so vielen Jahren geht mit beiden Erkrankungen. Also mit meinem Kopf habe ich habe sehr starke Schmerzen. Mit der Kopfhaut? Mit dem Kopf allgemein. Ja. Kopfhaut nicht, ich habe am Kopf sehr starke Schmerzen, sodass ich beim Schmerzarzt in Behandlung bin. Und da kriege ich jede Woche eine Infusion und in diese Infusion wird Narkosewirkstoffmittel reingespritzt, das heißt Lidocain. Und die Dosis ist sehr hoch. Dann habe ich mal für 3 bis 4 Stunden keine Schmerzen und das erlöst mich wirklich. Das heißt, du bist ein Schmerzpatient. Genau, das ist das eine. Und ich nehme auch sehr starke Tabletten. Schmerztabletten, die richtig, also richtige Hammer sind, da muss ich sogar einen Ausweis mitführen bei mir. Diese Schmerzen resultieren aber hauptsächlich von dieser entzündlichen Erkrankung auf der Kopfhaut oder hat genau. Das hat mit dem Schlaganfall nichts zu tun? Nein, hat gar nichts zu tun. Und ich habe letztes Jahr und dieses Jahr jeweils wieder Anfälle gehabt, also Schlaganfälle. Dieses Jahr wieder einen mittelschweren, sage ich mal, und war ungefähr 10 bis 12 Tage im Krankenhaus gelegen. Das heißt, du bist seit 11 Jahren jetzt mit den Krankheiten, aber wie beschäftigt? Total vertraut, ja. Kannst du noch ein berufliches Leben führen oder geht das gar nicht? Nein, das geht leider nicht mehr. Und da bin ich auf dem Wege, diese Lösung zu lösen. Also indem du in eine Frührente gehst oder sowas? Genau. Und hast du eine Frau oder eine Freundin? Eine Freundin, ja. Ja. Seit 2,5 Jahren und es funktioniert sehr gut. Ja. Und sie hilft mir auch sehr viel dabei. Wie sieht denn dann, wenn wir beide uns jetzt gegenüber säßen, wie würde ich deinen Kopf sehen? Wachsen da ganz normal Haare wieder drauf oder ist das alles? Ja, ganz normal Haare, aber ich habe ungefähr 60, also Narbenlänge habe ich auf dem Kopf. 60 bis 70 Zentimeter Narbe. Oh ja, oh ja. Ja. Lieber Ost, die Sendung ist rum. Ich habe mich aber sehr gefreut, dass wir beide gesprochen haben. Ja, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Und wir rufen dich aber trotzdem gleich nochmal an, damit das jetzt nicht so zack, zack alles beendet wird. Ja. Ja? Dann legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
In der Technik heute Nacht Axel Düllmann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Und morgen heißt unser Thema Sex mit Pannen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht und eine Nacht ohne Pannen beim Sex. Bis morgen. Tschüss.